Ja, moderne Technik, muss sie denn immer besser sein als gute, alte, ausgediente Technik? Fragezeichen. Ich glaube, das wollen wir heute einfach mal herausfinden auf unserer Verbrauchsfahrt. Und deswegen steht auch hier der Mitsubishi ASX. Optisch brutal modern, meinen Augen, mit dem Dynamic Shield, was wir hier haben. Und schon ein sehr, sehr bulliges Auftreten. Wir haben sogar 20 Zoll Räder hier verbaut aus dem Zubehörprogramm. Und aber das Fahrzeug, was hier so modern auch gleich rüberkommt, ist in der Tat schon 10 Jahre so auf dem Markt, hat lediglich ein paar kosmetische Veränderungen und Anpassungen bekommen. Technisch jedoch hat man kaum etwas verändert. So steckt unter der Motorhaube ein freisaugender 2 Liter Vierzylinder Motor mit 150 PS. Gekoppelt ist das Ganze hier an ein normales 5-Gang Handschaltgetriebe. Und da wollen wir doch einfach mal schauen, was so ein Crossover-Modell hier ohne aufwendige Spritspartechnik wie Direkteinspritzung, Downsizing, Aufladung etc. pp. So verbraucht. Und wenn euch das Ganze Spaß macht, dann hoffe ich, dass ihr den Kanal schon abonniert habt. Wenn nicht, macht das sehr gerne jetzt kostenlos und lasst mir auch gerne ein Like da. Videos dürfen natürlich sehr gerne geteilt werden, denn sowas ist immer sehr interessant, wenn man einfach mal auf den Verbrauch schaut. Wir schicken den Mitsubishi ASX jetzt nämlich auf unsere Verbrauchsrunde. Für die, die es noch nicht wissen, 50% Überland, 40% Autobahn, VMAX hier 140 Stundenkilometer, weil Alltagsfahrzeug, und 10% sind Stadtverkehr. Und dann wollen wir jetzt einfach mal schauen, wir fahren jetzt zur Tankstelle, machen ihn komplett voll und danach fahren wir unsere Verbrauchsrunde. Es gibt anschließend noch ein kurzes Fazit, einen Fahreindruck und natürlich die Abrechnung, was unser Mitsubishi ASX auf der Verbrauchsrunde denn wirklich konsumiert hat. Also, viel Spaß jetzt mit dem Mitsubishi ASX auf der Verbrauchsrunde. Da ist der Diamant und wir sind an der Tankstelle angekommen. Schauen kurz auf die Daten hier drinnen. Wir müssen es übrigens hier durchschalten, das ist der Bordcomputer. 17.664 ist unser Abfahrtskilometer. Jetzt sagt er natürlich schon tanken. Wir stellen den Trip 1 zurück. Und den Bordcomputer, den stellen wir auch zurück. Hier auf 1, wunderbar. Dann haben wir das. Und dann geht es jetzt raus tanken und schauen, was wir hier in den Kraftstofftank bekommen, der übrigens 62 Liter fasst im Maximum. Besonderheit, typisch Japaner, hier übrigens das Entriegeln unseres Tankstutzens. Also, da ist er, auf der linken Seite. So. Den legen wir da unten hin, sachte. Und dann Super 95 kommt hier rein. So, erster Klick.
Kurz warten. Zweiter. Dritter. Wunderbar. So machen wir das. Einhängen. Zu. Ich gehe tanken, zahlen und dann sehen wir uns gleich auf der Strecke wieder. So, wir sind wieder bei der Tankstelle angekommen, gucke nach, was wir hier auf dem Bordcomputer stehen haben. 113,8 Kilometer sind wir gefahren und der Bordcomputer spricht von einem Verbrauch von 7,0 Litern. Das heißt, jetzt raus und schauen, was in den Tank hier geht vom Mitsubishi ASX. Wir sind auch wieder an derselben Zapfsäule. So, wir vergessen sich wieder. Hier wird gezogen. So, geöffnet. Ja, dann gehen wir wieder dahin. Super, 95. Und so, wieder laufen lassen. Das ist der erste. Zweite und der dritte. So, raus, einhängen, eindrehen und der Blick auf die Uhr. Ah, spiegelt ein bisschen. So, jetzt sehen wir es. Ich gehe zahlen und wir sehen uns zum Fazit. Die letzten Sonnenstrahlen genießen mit dem Mitsubishi ASX. Wir sind angekommen beim Fazit zur Verbrauchsfahrt. Und ich muss sagen, auf dem Papier, da schauen wir jetzt einfach mal rein, sehen wir, 7 Liter ist der Werksverbrauch, 7 Liter der Bordcomputerverbrauch, 6,2 Liter der Tankungswert. Das heißt, wir haben wieder mal eine kleine Gap hier drinnen nach Tankung. Ergibt sich wahrscheinlich einfach mal ein bisschen aus Temperaturen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber gut, diese Gap haben wir halt leider immer mal wieder. Das kann man leider schlecht umgehen. Finde ich aber jetzt nicht dramatisch. Wir sehen, Bordcomputer und Werksverbrauch ähneln sich. Somit gehen wir mal davon aus, dass der Bordcomputer auch ziemlich genau ist. Denn über meinen gesamten Zeitraum von 2500 Kilometern, wo ich gefahren bin, hat der Bordcomputer immer so 0,1, 0,2 Liter so grob mal hin und her geschwankt. Mal besser, mal schlechter. Also von dem her würde ich mal sagen, passt das ganz gut. Das Auto passt auch wirklich gut in den Alltag. Es ist ein sehr angenehmer Begleiter, trotz dieses vermeintlichen Alters, was der ASX mit sich bringt. Er ist jetzt auf den aktuellen Stand gebracht worden. Wir haben LED-Lichter vorn und hinten. Wir haben genügend Platz im Kofferraum. Wir haben auf der Rückbank Platz für Kindersitze. Wir sitzen vorne sehr kommod, auch auf Langstrecken habe ich jetzt keine größeren Rückenschmerzen gehabt. Ich bin 700 Kilometer am Stück mit dem Auto gefahren. Natürlich ist der Motor, dadurch, dass er keinen Turbolader hat, auf der Autobahn bei Steigungen
ja, da fehlt ihm dann einfach die Kraft. Man muss ihn halt drehen. Wenn man ihn dreht, geht natürlich der Verbrauch ein bisschen nach oben. Ich habe über die Gesamtdistanz 7,8 Liter verbraucht, bin aber auch 70% Autobahn gefahren und dann meist so 130, 140 oder auch mal 150. Da bin ich immer so gependelt und auch voll beladen mit dem Auto. Das heißt also, da ist wirklich der Verbrauch in Ordnung für die Technik, würde ich jetzt einfach mal sagen. Denn wir haben hier, wie gesagt, keine moderne Downsizing-Sache, keine Turbolaufladung oder aber irgendwelche anderen Design-Gimmicks, die das Fahrzeug effizienter machen sollen. Ich persönlich finde es gut, aber was sagt ihr? Jetzt seid ihr nämlich dran. Unten Kommentaren, lasst uns diskutieren über den Mitsubishi ASX, über das Verbrauchsvideo. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, das Ganze zu liken und gerne auch zu teilen. Und jetzt sage ich schönen Abend, tschüss und Servus, euer Ubi.